Ein Goan as Düssen ist nicht bloß wat für auch. Nee, he is ook dat Tools für bannig viel Leben in ein üppige Vegetation. Und dat nie bloß an Land, nee, ook in der Woder. Die Larve von ein Libell, sie bummelig 2 Jahre lebt sie in Woder. In dieser Zeit hat sie sich mehrfach an- und verutrocken und ist dabei jümmers wussen. Sobald sie quad rührt, ist sie alarmiert. Motnehm. Und Toslo. Kaulquappen sind nur in Frühjahr ein ganz feine Multit. Alle Libellenlarven, die hebt so ein Utverborret, schnappt man Gautovisier. Und die Schütfer, ach so ein Harpun. Ja, und sömst diese Stegling ward von uns Räuber angerieben. Libellenlarven können den Bestand von Kaulquappen in so ein Dick bannig reduzieren. Aber auch ein guten Jäger ward nicht selten Söms ton Opfer. Ein Woderspitzmus. Pingelig söcht sie dat Euwer nur ein feine Multit af. Sie kann besten schwimmen und auch dückern. Tja, und dat is nun mal Pech für die Libellenlarv. Auch die Schlammschneck ist für die Woderspitzmus ein Lichtenfang. Wir heft Düse und andere Szenen mit ein teinfache Zeitlupe dreit. Nur so war deutlich, wie ficke Linsch, Libellenlarven und Woderspitzmus ob Jachtgut. Wir sind mehr in Juni, ein lurigen, warmen Sommertag. Für die dralle Libellenlarv beginnt nun ein ganz niegen Schritt in ihr Leben. Der Schritt ruht ut woder nur boben in der Luft. Bit ut wei durchlang sitze so ob woder. Die Sauerstoff ton Luft holen kriegt sie aber jümmers noch ut dat woder über ihre Kiem. In dat Binnere von ihren Achtersteven. Uck andere Libellenlarven stot Kottofer sich umzuwandeln. Noch sind die Flünken über der Achtersteven inpackt as in so ein Rucksack. Und die Augen, die steht noch unter den Larvenhut. Anders as bi de Nowasch von nebenan, wo sich der Hut schon von den Augen aflös het. Kopfünner rechts im Bild ein zweite Larv. Sie steckt ihren Achtersteven und woder und nimmt dobi auch so'n beten Luft mit ob. De biet woder rutpressen, wer da af bloß ward. Libellenlarven reagiert normalerweise bös empfindlich ob Störung. Doch düse hier mag vielleicht, dat ihr kein ein an de plön will. Aber dann wart ihr dat doch zu eng. Glock 11:30 nachts. In die Schuligkeit von der Nacht krückt Düsselarv ut woder. In Aktion, die vermutlich das Auflösen und die Larvenhöhle lichter mogt. Möglicherweise prüft sie aber auch, ob unterigen Platz für das Schlüppen vorhanden ist. Sücht so ut as Pass eins. Die Larven hut Platz ob. Boom, an Rüch, just im Mang,
wenn er ihren Kopf. Wie in Zeitlupe befreit sich die Libelle und ihr Korsett. Um diesen Vorgang besser zu zeigen, heft wie die folgenden Szenen einfach mal schneller loben lassen. Die witten Fodens, die hier fast wie so ein Fassmucker tampen und seht, sind sogenannte mitgehäutete Tracheen. So hält die röhrenartigen Luftleitung in Lief von so ein Libell. Was nun folgend leid, ist ein Hängepartie mehr in der Nacht. Man gut, da die meisten von ihre Widersacher nun selig an Schlubben sind. Bummelig 25 Minuten dauert das, bis Boss und Achterstäben hart von sind. Und nu ist die Libelle fit für den Abschwung. Hält sich die Libelle ganz und gar und die Larven gut befreit, klappt nun die Flunkenhuten an. Dorto pumpt sie Körperflüssigkeit in die bedurchen noch schlabberigen Anhängsel. Hin und her schaukeln unterstützt diesen Vorgang wahrscheinlich. Ungefähr 45 Minuten dauert das, bis unter Anhängsel richtige Flunken worden sind. Wie uns im Film läuft das in Zeitraffer in bloß 15 Sekunden ab. Ein Wunderwerk von der Natur. Doch bitte flunken der Tier auch drehen könnt, vergut noch mal fast 4,5 Stunden. Nu ist die Libelle von Kopp bis an die Feld fertig und Chlor tun Start. Bloß noch so'n lütschen Flunken-Check ab und den Geider Drop in die Luft. Der nächste Morgen. Andere in düse Nacht utschlüpfte die Bellen, hefte Sonnenobgang aftölft und startet nu erst zu ihren Jungfernflug. Allerdings, wer to Lot kömmt, de ward von Leben bestroft. Hey, wat sollst du Beute? Ein von Frieden für düse Wachs. Doch den meisten Libellen gelingt der Start in der Luft, so als düse blaugrüne Mosaikjungfer.